Da komme ich jetzt aber auch wohl hoch. Für einen alten Mann kann der auf jeden Fall gut springen. Und irgendwas kann ich da doch... Also die Flasche kann ich selbst nicht direkt levitieren, Dings. Ha, eine Wippe. Das kann ich aber machen und... The wizard saw a glimmering light coming from the shrine. No one had been able to visit it for centuries because of the ancient magic protecting whatever lay inside. Und da ist auch der Magier beim Schatz. My darling, why the painful look on such a pretty face? What is this object you are holding on to? How did you get here? The wizard touched the thief's hand and then the object. His hand got stuck. What kind of trickery is this? For once, the wizard was more interested in magic than anything else. He was also afraid for his dear life. But there was someone nearby who welcomed a challenge. At the other end of the Astral Academy, a knight had been practicing his own skills to battle the undead and prove himself worthy of joining the king's army. Between me and you, he did not quite understand what undead meant, but this was his chance to be the bravest knight of all. The knight felt it was his duty to protect the Astral Academy during this time of despair. He was on the lookout for anything unusual. Gut. Das war jetzt wieder eine ganze Menge Text, die er uns erzählt hat nebenbei. Aber wie der alte Sack von Magier direkt mal anfängt, mit der Diebin zu flirten, ist doch sowas von klar, oder? Gut, und unser letzter Charakter ist hier der Kämpfer. So, wie komme ich da hoch? Ah, so komme ich da dran. Das hatte ich eben irgendwie auch nicht. Er kann, wie es sich für einen Kämpfer gehört, kämpfen. Das macht Sinn. Und er kann sich mit dem Schild verteidigen. Academy Master. Ich wette, das Achievement heißt, dass sich alle Erfahrungsteile... ja, in der Astral Academy, also im Tutorial, gefunden haben. Oh! What's this? Autsch. Wobei, Autsch ein bisschen übertrieben ist, wenn man kein Leben verliert, oder? Gut, ansonsten, er ist, glaube ich, etwas stärker als die anderen Charaktere, kann also ein bisschen mehr bewegen. Ja. Ich werde sie alle drei brauchen. Oh, oh, oh. What's going on? The knight saw a faint light coming from the age-old shrine. Could there be a thief? Was this the knight's day of honor? He had sworn an oath to himself to protect the shrine and the academy. Nothing could stand in his way. What's going on? The knight joined in, taking a firm grip of the object's third side, in a way that only a mighty warrior can. Oh no, this doesn't bode well. What doesn't bode well? Oh, sorry, dass ich das jetzt gedacht habe. There was a flash of light, and the wizard, the thief, and the... Enze? Was war das gerade? Our new heroes were overwhelmed by the effect of the mysterious object. The wizard tried hard to remember everything he'd learned of the... It's all her fault. We must take her into custody. She stole the king's treasure! Did you not understand a word I said? It is not treasure, it's an ancient object, the trine. I believe it has bound our souls. We are stuck together. But she... The thief remained silent. She was waiting for the right moment to escape. Hopefully with the treasure and without the pair of fools. Hmm. I think I know how we can use the device as we like. Gut. Jetzt ist es hoffentlich so langsam vorbei mit dem ganzen Erzählen. Jetzt haben wir unsere drei Typen endlich vereint. Und ja, mit ihm kann ich diesen langen Weg dahin schieben. Oder ich kann einfach durchwechseln und mir hier was hinzaubern und da hochspringen. Wenn ich wechsle. Bleibt das da? Okay, das ist gut zu wissen. Oder ich hätte
Ja. Nirgendwo, wo ich mich festhalten kann. So. Okay. Jetzt mal mit ihr da hoch. They don't scare me. Oh God. Ach, da ist noch eine. So, Kämpfer. Ist das eigentlich ein Sprungbrett? Ja. Man weiß es nicht. Jo, Checkpoint for the first time. What have I got myself into? Okay, diese leuchtenden. We have to find a way to reverse the spell, to undo the magic. Teile sind vermutlich. The guardian in the catacomb may have the answer, and it's not far away. Ups. Autsch. Da wollte ich. Muss erstmal mit den Tasten klarkommen. Ha. Oben kann ich doch sicher noch. Ist da noch irgendwas? Sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas wohl da. Nein. Das wird ein langes Display, wenn ich mich so anstelle. Nö, ich denke, ich habe für den Moment alles. Oh, da habe ich was gesehen. Ja. Autsch. Die Stacheln mag ich. Zum Glück tun sie nicht zu sehr weh. Okay, das sieht so aus, als müsste ich das Teil bewegen. Also, mit Schwung dadurch. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die anderen Charaktere in dem Fall machen würden. Ist ja auch egal. Gut, ich mag aber auf jeden Fall den Grafikstil. Ist zwar ein Sidescroller, aber sieht richtig gut aus. So, noch ein bisschen Erfahrung. Gehen wir mal zu ihr. So richtig sehe ich da oben drauf nichts. Also weiter. Bist du inzwischen eigentlich aus dem Prolog raus? Das Problem ist, wenn man den Kristallspeer ausrüsten will, den man ausrüsten muss, ja, dann, dann sagt er dir unable to find Grafik arg gerüstet. Schön, ne? That's just great. Ja, weiter das geht's nicht. Sehr gut, das solltest du vielleicht auch mal erwähnen. Na, jetzt habe ich ja die letzte Folge, jetzt kann ich das mal schreiben. Sind auf jeden Fall. Ich glaube, es kommen auch noch irgendwann interessantere Gegner als Skelette. Wie mache ich den am besten? Bogenschützenduell hier. Sehr gut. Und trotzdem in die. Trotzdem zweimal in die. Dreimal, viermal in die Stacheln reingeflogen. Haha, aufgespießt. Das ist cool, das muss ich mir auch merken. Das könnte sich auch noch als nützlich erweisen. Komm, ich will mal eine hohe Kiste machen. Nein. Ah gut, da oben ist ein Baum. Ich weiß nicht wirklich, was bei einem Level-Up passiert. Vielleicht sollte ich das nicht mit ihr machen, wenn sie sowieso kurz vorm Tod steht. Aus genau dem Grund. Nee, das schafft ihr doch nie. Wenn ich schon an dieser Grube scheitere. Ist ja cool, wie die wieder hochklettern. Ach, stopp. Ist ja nur recht dastig. Gott. Hat lange gedauert bis zum ersten Tod.
Egal, ich hab ja noch zwei Charaktere. So, gehen wir hier auf den Kämpfer und das lässt hier gerade. Gegner, die aus dem Boden spawnen, sind immer meine liebsten Gegner. Ich glaube, hier unten ist sonst nichts. Also weiter geht's. Nein! Da ist der nächste tot. Damit habe ich noch einen Charakter. Die fallen wie die Fliegen. Und dieser Charakter kann nicht kämpfen, außer ich glaube, er kann ihn schaden, wenn er yeah, Full Health Potion. Der ist gut. Ich glaube, er kann ihn schaden, wenn er Sachen auf ihn fallen lässt. Wie komme ich da dran? Wechseln wir mal zu ihm. So. Nein, fall nicht runter, fall nicht runter. Nein, nicht so weit. Gut. Und weiter geht's dann nicht. Und das hier kann ich jetzt doch sicher umklappen. Und runterfallen. Ich versage total. Dreh dich. Jetzt gehe ich erstmal auf ihn. Mache die Brücke mal lieber vorher fertig. Das mache ich so. Hier unten ist auch nichts mehr. Du mach dein Teil erstmal weg. Gut. Kann das schon mal nicht mehr in den Weg kommen. So ein bisschen rüber und nein, ich sollte vielleicht zielen, wenn ich irgendwie so solche Spielchen mache. Gott, hoch. Wieso können sie sich da ziehen, wenn es nicht für ein Secret ist. Ja, ich glaube, es war einfach nur zum Hochziehen. Genauso wie das. Ja, Stacheln. Mehr Stacheln. Ja, komm, gib's mir. Gut, mit ihm kann ich, schätze ich mal, genau, mit dem Schild blocken. Ich könnte auch auf Timing machen und da einfach durchrennen, aber ich glaube, es ist einfacher, wenn ich... Shit. Ich habe also das Gefühl, dass ich in die andere Richtung... Nein, will ich nicht. Oh Gott. Gut, da ist ein Gitter vor, da komme ich vermutlich nachher hin. Dann könnten wir das hier mal probieren. Was wird wohl passieren, wenn ich... Gut, das hält sogar. Mein Gott, dieses Spiel funktioniert ja richtig. So mit... einander helfen und so. Und gute Abstimmung untereinander. Äh,
verschwindet. Verschwindet. Und da oben sehe ich was. Oh, das hat funktioniert. Dann. Oh, das sind Stacheln. Sah für mich eigentlich nur wie Kristalle oder so aus. Und ich dachte, dass Kristalle mir doch nicht wehtun. So kann man sich täuschen. So, jetzt blockiere ich den hier mal. Gut. Bleibe auf ihm. Fuck. Ah, bin's gemetzelt. Ja, und drauf. Leben. Und dafür könnte ich jetzt. Ja, mache ich erstmal mit ihm. Zur Sicherheit. Die lasse ich jetzt runter, schwinge und. Das ging auch. Und was haben wir? Na gut, ich kann mich nicht weiter runter tragen lassen. Ich hatte schon überlegt, was wird wohl passieren, wenn ich da einfach weiter runter gehe. Aber dort. Wie? Ah, ich weiß, wie ich da dran komme. Nein. Eine Kiste. Ja, die sollte reichen. Wieso passe ich da nicht durch? Ich hätte erwartet, dass das die Lösung ist. Gucke mal kurz weiter, halte das aber auf jeden Fall im Hinterkopf. Ja, was hat mich da denn gerade gegengestoßen? Logikrätsel, Logikrätsel. Boah, wieso rutsche ich denn ab? Wie er sich da durchquetscht. Und er ist für so eine schwere Rüstung, sieht das eigentlich ziemlich beweglich aus. Hm? Was gibt's? Ach, jetzt mein Bug-Report habe ich gemacht. Ey. 6 Fehler innerhalb von 10 Minuten Spielzeit. Und das geht nicht mehr weiter. Okay. Ja, das ist natürlich blöd. Ja. Normalerweise, ja, heute wird er nicht mehr antworten, aber morgen solltest du vermutlich auch eine leichte Lösung haben, wie es vielleicht weitergeht. Hoffe ich, ja. So, fügen wir nochmal was Neues dazwischen ein. Was dann passiert. Und viele Gegner. Ich glaube, meine allzu blinde Draufprügel-Taktik sollte ich irgendwann aufgeben. Aber ist das, was ich am besten kann. Blind und stur drauf wandern. Und ich glaube, das ist gerade ein ziemlich laut im Hintergrund. Die Wasserräder da. Ach, stopp. Hm. Jetzt sehe ich. So. Ja, mein Kopf geht durch die Steinwand. Obwohl dahinter. Ah! Da hinten sieht man sogar, dass da
tatsächlich ein bisschen Kopffreiheit ist. Necklace of Life. Aha. This looks very nice. Perhaps this journey isn't for nothing. Let's strike a deal. I'll help you find whatever you're looking for, and I get to keep all the jewelry. I must say, the necklace looks very good. It's a deal. Captain Beerheart would not approve of this. Ja, klischee-mäßig will natürlich die Frau die Halskette. Und der alte Sack schleimt sich wieder ein. Ups. Large Energy Volt, okay. Hui. Devil Up. Gut. Amadeus heißt der Typ. Ja, sie haben doch Namen. Gut zu wissen. Soja und Pontius. Okay. Dann haben wir jetzt als erste. Nachher kann er mehrere zur gleichen Zeit. Bow will shoot two arrows at once. Next arrow gives the knight a 5% chance to critically hit enemies, causing triple damage. Secrets 1 von 2. Wähl ihn mal aus. Necklace of Life, glance over my health. Geben, was ihr sie wollt, ja, um ihre Halskette. Gut. Mehr Fähigkeiten kann ich irgendwie gerade nicht auswählen, also. Not enough Skill Points. Wieso steht da. Da steht doch sogar noch eine 1. Aha! War kurz. Kost 2. Tatsächlich. Und bei ihm. Kost 1. Ah, okay. Das mit mehrere. Ja, jetzt kann ich 2 zur gleichen Zeit haben. Das ist ein super Vorteil auf jeden Fall. Und ja, da verschwindet die eine. Und der Vollständigkeit gucke ich trotzdem hier unten mal. Da geht's nicht durch. Auch nicht. Und das Wasserrad, das kennen wir ja schon. Ich gehe ja ganz oben rum. Nein, ich gehe nicht oben rum. Jetzt komme ich nicht mal mit ihr hier hoch. Nein! Beweg dich doch nicht so schnell weg. Ah, gut, ich hab's angehalten. War natürlich so geplant. So. Sie rennt am schnellsten um. Gehe ich mal kurz mit ihr weiter. Dafür braucht man keinen Krieger. Der war auch schon Männer im Haus. Und wieder 50 davon sammeln. Gut. Schwindet doch alle. Sollte wirklich mehr blocken.
Gut, waren das alle? Ihr kennt das Spiel. Ich gehe erstmal wieder nach unten und gucke, was es dort gibt. Also in der mittleren Ebene. Vermutlich nichts und ich verschwende meine Zeit. Ich habe da auf jeden Fall nichts gesehen. Und dahinter ist auch so ziemlich nichts. Schieben kann das auch nicht. Ach. Weg mit dir. Jetzt. Egal, das reicht mir schon. Gehe ich halt doch wieder hier hoch. Hab am schönen Fluss Wasserrad. Sieht ja echt nicht schlecht aus, wenn es als Kohle. Gut, und sieht nach einer Aufgabe für dich aus. Ja, komm. So, du stellst dich darauf. Machen wir. Nein! Wie konnte ich da wieder runterfallen? Arg. Oh. Shit, 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 shit. Oh Gott. Nein, Das läuft nicht gut gerade. So, ich stelle mich jetzt da. Gut. Sehr gut. Wow. Wieso kommen jetzt noch Skelette da hoch? Ach. Ich wollte nicht kommen. Wieder runterfallen. Ich wollte eigentlich nur auf die andere Seite, weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass da irgendwas ist. Oh, und der Typ ist immer noch am Leben. Der Typ von Skelett. So, Ruhe da. Nein, Sprung verpasst, Sprung verpasst. Das Teil rollt mich weg, Sprung verpasst. Skelett ist da. So. Auf ein neues, das lustige Drehspiel. Puh, immerhin ist hier wirklich was gewesen. So, Bogenschützin. Ach, er ist schon tot. Shit, shit, shit. Richtig gut geht das mit ihr nicht. Also. Ich muss also nicht vorankommen. Cool, ich mache ein kurzes Leben mit ihm.
So, und jetzt aber wirklich. Ich frage mich, ob die begrenzt irgendwie kommen oder zeitlich, weil ich mir so lange Zeit hier lasse. Yes, und es geht einfach nur weiter. Na, nicht so schnell. Erstmal holen wir dich da runter. Das war cool. Was nicht. Und die Kiste ist irgendwie ein bisschen leichter als die anderen. Gut. Kann ich hier endlich hoch. Und da oben sehe ich noch mehr Geheimnisse. Nein, das will ich nicht. Das will ich. Spinnen sollst du. Nein. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch klappt. Gut, da vorne habe ich ja die Teile schon. Also gehen wir durch den Bogen. Das Ganze ist auch schon wieder verdächtig. Sehr verdächtig. Und irgendwie komme ich mit diesen Wippen nicht wirklich gut zurecht. Ich glaube, wir werden keine Freunde. Das da unten sieht aus wie tot. Ich will eigentlich keinen Typen opfern, nur um zu testen, dass das tot ist. Kann ich das eigentlich auch? Ja, die große Faust des Todes. Fahre mich noch mal kurz darüber. Nee, das ist nur eine Baumranke, die werde ich nicht zerstören können. Aber irgendeinen Grund muss es doch haben, dass ich das hier dran komme. Sonst wird das hier doch nicht sein. Gut, endlich mal wieder volle Lebensenergie, wollte ich sagen. Ja, egal, gehen wir weiter. So rablassen? Nein. Das ist sicherer Tod, glaube ich. Ziemlich sicher. Und wunderschön. Das war der Abschnitt. Das war der Abschnitt. Ein Secret auf jeden Fall nicht gefunden. One of our heroes was unknown. They had not seen another man, woman or child in ages. The undead had transformed everything. They were now surrounded by evil. But our heroes had to press on. They were in search of the tomb. The wizard was sure that it would belong to the founder of the Astral Academy, one of the three guardians. If they could find his tomb, perhaps they would find a spell to get them out of the trine. Schon so ein bisschen klischeehaft. Where are we? We are beneath the Astral Academy. No one has been here for decades. Aha! My sword shall lead the way! Follow me! Nun gut, ich denke mal, es reicht für diesen Part und ja, man sieht sich beim nächsten Mal. Mach's gut!